Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Herzlich willkommen zum Challenge Sunday. Wir starten heute durch mit einer neuen Challenge und zwar ist das diesmal die Cursed Challenge. Ich bin sehr gespannt. Curse of the Cursed. Es sind überall Stacheltüren. Okay, habe verstanden. Wir müssen uns ganz genau überlegen, wo wir hinlaufen. Dafür sehen wir die komplette Karte. Okay, wir gehen hoch zum Item Room. Wir dürfen auch so sonst... Wir müssen nur Marm besiegen. Also wir müssen nur, in Anführungszeichen, nur in die sechste Ebene. Aber wir kriegen jedes Mal, wenn wir eine Tür passieren... Okay, die Tür zum Sacrifice Room ist kostenlos. Das ist ja aber nett. Jedes Mal, wenn hier eine Tür passieren, kriegen wir ein halbes Herz Schaden. Und hier haben wir erstmal 360 Tears. Wir können diagonal schließen mit der Tastatur. Wow. Okay. Gut. Hier ist Child's Hearts. Ja. Okay, das ist schon bitter irgendwo. Wir müssen in alle, also wir haben alle Zeit der Welt. Wir stressen uns hier überhaupt gar nicht rein. Wieso haben wir am Hinterkopf vier Augen? Wieso haben wir überhaupt so viele Augen? Wir haben die Raw Liver wegen den Herzen. Wir haben sonst nur... Ach so, oh, lol. Klar, 360 Tears. Wir haben überall Augen. Klar, müssen wir ja. So, dann können wir hier schon mal direkt unser Yamhart benutzen. So, ich bin nur sehr gespannt, was sonst Curse of the Curse bedeutet. Ich meine, haben wir immer XL-Ebenen? Haben wir nicht, nein. Curse of the Maze, ist da alles mit drin, oder? Also auf jeden Fall ist Curse of the Curse schon mal dafür verantwortlich, dass wir überall Schachteltüren haben. Das alleine reicht ja schon einigermaßen. So. Eine Münze. Wir haben auch keine Bomben, dass wir in den Secret Room könnten. Okay. Ah, gnädigerweise ist der Bossraum auch nicht mit Stacheln versehen. Okay, aber Schaden von Gegnern zu kriegen ist natürlich das Schlechteste, was wir machen können. Ah. Wir kriegen nach der Ebene, nach dem Raum hier unser Yamhart wieder voll. Das ist also nicht das große Problem. Okay, hier unten. Wir haben keine Bombe, von daher ist das vollkommen egal. Wir gehen zum Rackman. Alter, es sind so viele hier. Die haben alle so viel Leben. Oh Gott, es werden immer mehr. Das ist auch ein wunderschöner erster Boss. Muss ich schon mal sagen. Ein wunderschöner erster Boss. Mit ein bisschen Damage, was wir mit Maggie haben. Wir kriegen den noch niemals down. Er spottet jedes Mal, wenn er irgendeine scheiß Attacke macht. Wieder so ein Kack-Spinnenvieh.
Und wir kriegen die halt auch nicht so schnell down, als dass sich das irgendwie rechnet. Jetzt kommt er wieder eins, das uns wieder genau instant beim Spawn ins Gesicht hüpft. Mit so wenig Leben können wir die nächste Ebene eigentlich eh schon vergessen. Ja. Wir kommen nicht mal aus dem Spawnraum raus. Alter Mann! Diese Bewegungsmuster, das ist echt. Alter! Oh. Speed and Damage up. Hätten wir jetzt den Holy Mantle, Alter, wäre das OP. Wir könnten einfach uns ganz normal bewegen. Das wäre schön. Okay, zweite Ebene. Wir kommen, wir haben nicht mal Schlüssel. Es ist nicht mal garantiert, wenn wir jetzt nach unten gehen, dass wir in den Itemraum kommen. Aber ich muss es probieren. Wir brauchen sinnvolle Items, eher... Nein, okay. Haben hier drin wenigstens ein Herzchen, bitte. Wow, okay. Ist egal, ist egal. Wir hätten zwei Räume gemusst und hatten nur ein Herz. Tschüss. Das war der Versuch. Wir starten direkt noch ein. Das ist echt nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Teleport 2.0. Nein. Alter, weich halt noch mehr aus. Ja, die komplette erste Ebene, also schon für die Katz. Das einzige Tolle in diesem Raum ist, da unten ist ein wunderschöner Kackhaufen, der uns einmal voll heilt. Aber der Damage, den wir machen, ist natürlich wieder außerordentlich krass. Okay, Gott sei Dank. Und Teufelsräume kann man ja sowieso vergessen in der kompletten Challenge. Absolut. Da wir natürlich jedes Mal, wenn wir eine Tür durchqueren, Red Heart Damage kriegen, weil wir so schnell so viele Soul Hearts gar nicht sammeln können. So, da wäre ein Schlüssel und wir kommen nicht ran. Ein Versuch war es bekanntermaßen ja wert. Da ist der Schlüssel. Wenn wir gleich von rechts nach links gegangen, glaube ich, hätte sich auch nicht viel geändert. Jetzt gehen wir halt eine extra Runde. Das ist ein Herz mehr Schaden. Vielleicht? Nein, okay. Lilgisch. Okay, wenigstens. Das ist nicht schlecht. Oh.
Wir haben auch eine Bombe. Hierfür. Wow. Hat sich offiziell absolut gelohnt. Monstro! Auch noch zwei. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte nicht mal dran denken sollen. Ich habe gerade gedacht, soll ich jetzt sagen, Monstro auszuweichen ist wenigstens nicht so schwer. Und genau in diesem Moment trifft mich einer von seinen Tränen. Okay, wir kriegen die Tier, die Screw Tears ab. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Und wir kriegen noch ein Herz und sind jetzt wieder full life in der nächsten Ebene. Das ist auch gut. Das ist auch wirklich, wirklich gut. So. Oh, wie weit wir müssen. Oh Gott. Naja, es hilft nichts. Ab durch die zwei großen Räume, ohne Schaden zu kriegen. Bestenfalls. Wenigstens kriegen wir das Herz wieder zurück. Das ist schon mal sehr, sehr lieb. Na klar. Alter. Ist das vielleicht bescheiden, dieser Kackraum? Oh mein Gott. Das ist einfach nur purer Stress. So viel Schaden kriegt, das ist so bitter. Mann. Und noch immer kein Kackschlüssel für den Itemraum. Drück mir nicht auf die Pelle, Mann. Das ist so eine behinderte Challenge. Das ist so unfassbar behindert. Health up. Okay, wir können noch mehr Herzen haben, die wir erstmal vollkriegen müssen. Das ist gut. Trotzdem hätte ich nichts gegen Damage. Okay. Chat. Das heißt, wir kriegen safe little Chat. Der gibt uns Herzen. Das ist sogar wirklich nicht schlecht. Auch wenn ich nichts dagegen hätte, wenn wir mehr Damage machen würden. Soll ich mich komplett verarschen hier? Oh, shit. Ja, da war ich zu voreilig. Das war mein Fehler. Aber trotzdem. Oh Mann, ist das schwer. Vor allem, weil wir halt einfach nicht durch die Ebenen wieder vor und zurück gehen können, wenn wir... Wenn wir ganz am Anfang einen Itemraum haben und dann zum Bossraum kommen und in dem Raum vor dem Bossraum einen Schlüssel kriegen, können wir nicht einfach mal zurückgehen und das Item holen. Nein, das würde uns im Extremfall 4 Herzen Schaden machen oder so, je nachdem wie weit der weg ist. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Naja, wir werden es nächste Woche nochmal probieren. Und irgendwann schaffen wir das schon, da bin ich mir sicher. Ich bedanke mich jetzt erstmals fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Matze. Ciao!